Oh doch, Mr. Jones. Sie haben unsere Pläne durchschaut, aber zu spät. Töten Sie ihn, Namir. Sie hätten tot bleiben sollen, Jensen. Jaren, sind Sie das? Nicht ganz. Adam? Oh mein Gott, Adam, du bist es! Du bist verletzt. Was ist passiert? Was ist mit dir passiert? Ich habe mein Leben für dich riskiert, Megan. Um die halbe Welt bin ich gereist. Und wofür? Es ist nicht, wie du denkst. Steckst du damit drin? Nein, nein, Adam, ich schwör's dir. Die Entführung war echt. Der Angriff auf Seraph Industries. Sie waren hinter mir her. Sie wollten meine Forschungen. Und wann hast du beschlossen, sie ihnen zu geben? So ist es nicht gewesen. Ich wollte es dir sagen, aber ich konnte es nicht. Ich konnte es nicht. Und dann sagte David, wir müssten sie benutzen. Um der Menschheit willen. David, wovon redest du? Von meiner großen Entdeckung. Die Genstruktur, die ich entdeckt habe, erleichtert den Einsatz von Implantaten. Ich fand sie in dir, Adam. Ich habe deine DNA benutzt. Ich wollte es dir sagen, wirklich. Aber David überzeugte mich, was das für die Menschheit bedeuten könnte. Wie viel besser wir sein könnten. Erst Hugh hat mir die Augen geöffnet. Hugh? Hugh Darrow? Ihm gehört diese Anlage, nachdem Namir uns hergebracht hatte. Richard, verbinden Sie mich mit Seraph, sofort! Hugh gibt nur vor, mit Taeyong und den anderen zusammenzuarbeiten. Er hat rausgefunden, was sie vorhaben und ihnen seine Hilfe versprochen. Aber nur, um sie aufzuhalten. Ihr Kontrollsignal wird nicht funktionieren. Aber das tut es, Megan. Sao hätte mich beinahe abgeschaltet. Nein. Nein, das kann nicht sein. Habe ich dich je belogen? Ich setze deine Software zurück. Ich bring alles wieder in Ordnung. Au! Ich habe deinen Chip isoliert, um ihn gegen externe Signale abzuschirmen. Habe ich kürzlich entwickelt, mit Hilfe von Nanotechnologie. Herr Generalsekretär, geschätzte Abgeordnete, Ladies und Gentlemen, David Seraph hat mich gebeten, Sie heute hier zu versammeln, damit wir uns offen und ehrlich über ein globales Problem unterhalten können. Ein Problem, das selbst jetzt droht, unsere Gesellschaft zu zerreißen. Vergib mir. Ich sehe die Wissenschaftler, Jensen. Ich lande in der Nähe. Und ich glaube, Dr. Reed möchte mit Ihnen sprechen. Moment. Hallo? Adam? Uns geht's gut, aber du musst nach Panchaya und Hugh aufhalten. Wir beide sind damit noch nicht durch, Megan. Ich weiß, wie es aussieht, aber du musst diese Übertragung stoppen. Ich glaube, sie bringt die neuen Biochips dazu, den Nervus Vagus überzustimulieren, was zu schrecklichen Halluzinationen führt. Du meinst, sie treibt Augmentierte in den Wahnsinn? Ja, und es liegt an dir, das zu beenden. Nimm das Leo-Shuttle. Es bringt dich nach Panchaya. Viel Glück, Adam.